thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film To the Moon. Ja, in diesem Film geht es um die NASA. Denn die NASA soll ja Ende der 1960er Jahre einen Menschen zum Mond schießen. Was aber gar nicht so einfach ist, denn die NASA bekommt immer weniger Geld und Aufmerksamkeit. Denn solche Dinge wie Kriege und sowas rücken immer mehr in den Vordergrund. Ja, und. Was braucht die NASA? Ja, sie braucht dringend Geld, weiß aber nicht, wie sie daran kommen soll. Und somit betritt eine junge Dame das NASA-Hauptquartier. Denn Kelly Jones betritt die Bühne, gespielt von Scarlett Johansson, die man als Black Widow zum Beispiel kennt. Sie wird bekannt gemacht mit jemandem namens Cole Davis. Der wird gespielt von Channing Tatum, den kennt man zum Beispiel als Magic Mike. Und. Cole gefällt es gar nicht so, was sie vorhat. Dieses ganze Marketing-Ding und Hirnbranding und da nochmal irgendwas und so. Gefällt ihn anfangs überhaupt nicht, aber als er sieht, dass dann doch immer mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Projekt gezogen wird und auch die Gelder wieder ganz ordentlich fließen, stimmt er mehr oder weniger. Zu diverse Sachen zu machen, die ihm eigentlich nicht so liegen. Aber was beide nicht wissen, es gibt noch einen Plan B. Denn Mo Burkus kommt auf Kelly Jones zu und hat eine Idee, die unter strenger Geheimhaltung bleiben soll. Ja, so ungefähr zur Story. Also der Film ist absolut grandios gemacht. Also Wirklich grandios. Also Scarlett Johansson und Shank Tatum, die haben eine absolut tolle Chemie. Also die beiden zu sehen, ist wirklich super. Und auch so wie Scarlett Johansson da diesen ganzen Laden da umkrempelt, das ist wirklich sehr super anzusehen. Auch der Humor gefällt mir. Manchmal ein bisschen bissig, manchmal ein bisschen... Ja, sagen wir mal, so ein paar One-Liner sind ab und zu auch mal dabei. Aber wirklich eine extrem tolle Darstellung von beiden Schauspielern. Auch so, man kann sich da wirklich super hineinversetzen, wie das wohl sein muss, dass die Nase dann wirklich ein unmögliches Ziel zu erreichen hat und dann trotzdem immer weniger Gelder und Aufsehen bekommt. Und dann diese... Marketing, dieses Marketing-Genie Kelly Jones, dann dahin kommt und wirklich so Brandings und Sponsoren und dies und das ans Land zieht. Und Cole denkt sich nur, what the, was sollen wir mit diesen ganzen Leuten? Was sollen wir mit diesen ganzen Produkten und so weiter und so fort? Und auch Woody Harrelson als Mo burkus Alter Vater, ey, was spielt der für eine Richtig geile Rolle. Also, besser konnte man diese Rolle auch wirklich gar nicht besetzen, denn wie er das so darstellt, so dieses, ja, ihr macht genau das, was ich will. Und ihr werdet kein Wort darüber verlieren. Das ist sowas von mega genial gemacht und auch so, wie dann, der, der letzte Dritt, das letzte drittel des films ist einfach unglaublich es passieren so viele dinge schlag auf schlag und man denkt sich dann immer oh passiert da passiert das jetzt wirklich oder passiert das jetzt nicht oder wie machen die das oder kriegen sie es noch hin oder kriegen sie es nicht hin ey einfach genial der film der film ist mit zwei stunden und elf minuten ja ein etwas längerer Film, muss man sagen. Im Gegensatz zu manch anderen durchschnittlichen Filmen dieses Jahres. Ist ja schon einer, der so ein bisschen, ja, Überlänge hat, kann man jetzt mal so sagen. Aber der Film hat auch wirklich ein sehr schönes und auch langsames Erzähltempo, was diesen Film einfach gut tut. Und da sind diese zwei Stunden, elf Minuten absolut in Ordnung. Also, man meckert ja häufig, dass Filme zu lang sind oder so finde ich bei diesem Film einfach nicht. Also da hat man sich wirklich viel Zeit gelassen, die Charaktere richtig zu präsentieren. Man hat sich viel Zeit gelassen, die ähm, Story vernünftig aufzubauen. Man hat sich viel Zeit gelassen, auch diesen, diesen Spannungsbogen einfach zu erzeugen. Und genau das war genau die richtige Idee für diesen Film. Also genau richtig. Sich Zeit lassen, wirklich alles über alle Aspekte hinweg zu beleuchten, die Charaktere vernünftig darzustellen, das war einfach genau die richtige Entscheidung. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also, to the Moon. Für mich. Bisher einer der besten Filme dieses Jahres. Ein bisschen Spannung, also viel Spannung drin eigentlich. Ein guter Humor, ein bisschen Romkom hat man auch damit bei. Aber alles in einem Mischungsverhältnis, das wirklich super genial zu diesem Film passt. Ich habe da wirklich auch ähm, überhaupt nichts zu meckern eigentlich an diesem Film. Denn man hat wirklich tolle Schauspieler zusammengetragen. Man hat wirklich eine tolle Story genommen. Man hat wirklich auch von der Optik des Ganzen hat man wirklich alles richtig gemacht. Das sieht nicht billig aus. Es sieht einfach genauso aus, wie man es für so einen wirklich Blockbuster gerne haben möchte. Und ich finde, Shannon Tatum und Scarlett Johansson haben wirklich eine absolut tolle Chemie. Und somit gebe ich dem Film die volle Punktzahl von fünf Totenköpfen, weil der Film einfach nur sehenswert ist. Der Film ist einfach sehenswert. Schaut ihn euch unbedingt an. Also... Der Film ist auch ab sechs Jahren freigegeben. Man kann da auch wirklich auch die Kiddies ein bisschen mitnehmen und dem mal so ein bisschen so, ja, Geschichte, ein bisschen was zeigen. Aber absolut toll, der Film. Ja, das war meine Filmbewertung zu To the Moon. Wenn euch gefällt, was ich mache, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und nicht vergessen, ich will bis Ende des Jahres die 500 Abonnenten haben. Also, gebt den Abonnenten-Button mal einen Druck von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.